in der letzten Episode. Oh oh. So geht's weiter. Willkommen bei Seekson Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Ja, und damit herzlich willkommen bei Alien Isolation. Wir sind in der Folge 7 und wie ihr gehört habt, ja, jetzt auf Deutsch. Ich hab's mal umgestellt, da der Wunsch, ja, ich sag mal so ausgedrückt wurde, habe ich einfach gedacht, dann spielen wir das auf Deutsch. Dann ist das kein Problem, dann kann ich euch mehr vorlesen. Und muss es weniger krampfhaft übersetzen. Ich meine, sinngemäß verstehe ich das meistens schon, aber naja. Also guck mal, die Tasche ist wieder da. Hallo, mein Name ist Ripley, Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Ah, das ist klar. Kein Wunder, dass Seekson das technische Wettbewerb verliert. So. Ja, Fan Thomas hat gesagt, wir sollen uns setzen. Was haben wir denn hier? Eine Spielekonsole? Ist ja witzig. Ah ja, ein Handy. Also erste Generation wahrscheinlich. Gut. Was haben wir hier? Auf unsere Chemies ist das immer verfügbar, immer hilfsbereit, immer für Sie da. Unsere Synthetik verfügen über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen, keine lebensechten Eigenschaften. Sie arbeiten für Sie, damit Sie beschwert ihr Leben leben können. Ja. Chemies. Genial einfach. Einfach genial. Ah ja, auf Neuverkabelung zugreifen. Sehr witzig. So, und nun? Da geht er wieder. Haben wir auch irgendwo? Ach, guck mal. Was? Wo guckst du denn mit deiner Kamera hin? Sehr Frechheit. Ja. Spanner unterwegs. Und die schaut nur gerade aus. Die leuchtenden Augen. Joho. Da keiner kommt. Schlüsselkarte benötigt. Ionenschneider benötigt. Ja, also Iron Torch heißt Ionenschneider. Guck mal, da vorne haben wir noch mehr Phantomas herum. Sonst ist hier nichts. Die Neuverkabelung habe ich jetzt erstmal außen vor gelassen. Wir schauen mal auf die Karte. Ja. Oh mein Gott. Schneidepunkt. Ah ja. Was ist das? Ausgang. Gerät, Werkzeug, Waffe. Gerät, Werkzeug, Waffe. Hinter uns. Moment. Nochmal. Da vorne. Moment. Das schauen wir uns mal genauer an. Nicht, dass ich da was übersehe. Wo jetzt? Jetzt stehen wir hier. Weiter geradeaus. Was? Da oben? Nee. Ach, die Karte. Ist das Gerät, Werkzeug, Waffe? Ah, Tatsache. Okay, und da ist dann ein Durchgang. Wahrscheinlich da, wo der Schneidepunkt ist. Begeben sich umgehend zum Kommunikationszentrum. Aber zack, zack. Ja, auf. Für Ihre Sicherheit und Wohlbefinden sind unsere Synthetiken des Modells hier ja, joho. Sofort erkennbar. Marktforschung hat ergeben, dass was der Umgang ist das mit fortgeschrittenen menschenähnlichen Androiden für Verbraucher oftmals unangenehm ist. Seeksons Chemies sind eindeutig erkennbar, sodass sie stets wissen, mit wem sie es Luftreinigung, Beleuchtung, okay. Luftreinigung, Kamerafeed. Versprechen. Ihr Wohlbefinden. Nee. Nicht, wie. Ach, das braucht zwei. Nee. Hm, verstehe ich jetzt nicht. Na gut. Das Lautsprechersystem ist auf jeden Fall inaktiv. Ist jetzt dunkel?
Okay. Oh no. Oh, das ist ja schön. Oh, wie schön eckig das ist. Oh, guck mal. Ja, und was hat es jetzt gebracht? Nicht wirklich was. Okay, naja, gut. So, dann gucken wir mal nochmal auf die Karte. Okay. Ob es hier irgendwas gibt. Ich meine, wenn die ganzen Räumlichkeiten da sind. Oh, Alter. Moment. Ich guck mal die Option, ob man das irgendwie leiser machen kann. Oh, das wäre schön. Wenn ich das hier mache. Ja, das ist schon besser. Weil vor allem, wenn ich das wiederhole, das ist ja total nervig. Okay. Also wirklich weit kommen wir ja noch nicht. In der Rezeption waren wir ja, da kommen wir ja nicht wirklich. Ja. Da guckt er. Da ist nix. Ah, da geht er. Schlüsselkarte benötigt. Ist hier was drin? Ach, guck mal. Kann ich Ihnen helfen? Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Ja, wann denn? Vergessen Sie's. Ich komme schon selber rein. Ja, und nun? Davon würde ich abraten. Da sind noch mehr davon. Ah ja. Noch so ein Ionenschneiderteil. Tür verschlossen. Aha. Da gibt es doch mal so ein Stromdingens. Ah ja. Naja, das Inventar voll. Geringe Energie. Komponente B. Das ist hervorragend. Ja, okay. Warte mal. Wir haben eine Rauchgranate. Wir haben ein Medikit. Wir könnten ja noch ein Medikit basteln. So. Dann könnte man nämlich wieder ein paar Sachen aufnehmen. Naja, trotzdem. Okay. Bewegungsmelder. Eine Art Tracker. Ach, das Ding. Der wurde modifiziert. Ja, nur. Leer halten, um Bewegung zu benutzen. Okay. Interessant. So, sonst sehe ich aber nichts. Ja, wir nehmen einfach alles. Sonst sehe ich hier nichts. Guten Tag. Haben Sie sich verlaufen? Ja, irgendwie schon. Nein, kein Problem. Ach, guck mal, wir haben Strom. Jungs, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir herausfinden, was hier los ist, Chief. Okay, Bild nach unten. Nee, wie war das? Nee. Ungültiges Argument. Okay. Ach, mit Escape ist das leider nichts. Gruß zurück. Zuerst erschien Aug auf Sieksen. Wir wollen ihnen keine neue Welt zeigen. Wir wollen sie mit ihnen entdecken. Hier bei Sieksen soll jede neue Technologie, jedes neue Forschungsprojekt, jede neue Entdeckung, Anwendung im Alltag finden, um ihnen zu dienen. Wir hoffen, sie werden uns ihre Reise anschließen. Okay. Morgen gemeinsam Sieksen-Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik. Unser Ursprung im Weltall. Das ist ja schön. 2034 ändert alles. Die Ankunft der Überlichtreise ebnete Sieksen den Weg zum Erfolg. 2034 ist ja nicht mehr so weit hin. Das Rennen im Weltraum begann unter steten Führung des Gründers. Josias Sieg war unserer Firma bereit für kommende Jahre. Sieg und Sohn baute die Komponenten, mit denen Schiffe den Kolonialweltraum über das Sonnensystem hinaus ausbreiten. Valiant Corp teilte seine Überlichttechnologie nicht mit anderen Unternehmen. Glücklicherweise stand Josias Sieg parat zu spekulieren, innovieren und produzieren. Ohne Sieg und Sohn sähe der Himmel wahrscheinlich anders aus.
das hörst, ich bin auf dem Weg zu Seeks and Communications. Ich habe dich nicht geweckt, weil ich weiß, dass du versucht hättest, mich aufzuhalten. Du musst verstehen, dass das unsere einzige Chance ist. Jemand muss den Funk wiederherstellen. Wir müssen sicherstellen, dass die entsprechenden Behörden zu Hause darüber Bescheid wissen, was hier vor sich geht. Keine Sorge, ich werde zurückkommen. Ich werde dich und Claire nicht zurücklassen. Aha. Akku. Runter. Ah ja, schau mal. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt hier rein. Ist das nicht praktisch? Human Employee Recreation. Nein. Die können wir uns ja holen, das ist ja toll. Oh, das war schon stressig. Ach, guck mal, ein Speicherpunkt. Ja, bitte. Da geht das Licht an. Ach, die kann man sich auch rein verstecken. Ich bin nicht da. Wie cool. Ist auch lustig, dass der Hintergrund dann unscharf wird. Na gut, der Vordergrund allerdings auch. Gut. Was ist hier? CO2O2 Filter Control. Na, das ist natürlich schon wichtig. Okay. Dann machen wir die Strebe mal weg. Wie beim Zahnarzt. Ach, guck mal, ein Sensor. Der wird jetzt aber auch bald voll. Was ist das denn Lustiges? Sterilisierer. Ja, dann ran mal. Die Markierung am Rand des Bewegungsmeldefensters zeigt ihr Ziel an. Wie? Ach so. Ja, das ist ja gut. Ja, ich werde hier garantiert das Radio starten. Ein Geräuschmacher. Also langsam wird es hier voll. Was brauchen wir dafür? Ladungspack, Sensor, subkutane Impfpistole. Nach der Aktivierung gibt diese selbstgebaute Vorrichtung einen anhaltend schrillen Ton von sich, der viel Aufmerksamkeit erregt. Das Gerät aktiviert sich 4 Sekunden nach dessen Platzierung. Ja gut, dann sollte man da vielleicht auch eins basteln. Sicher ist sicher. Warte mal, kann man das Ding dann wieder nehmen da vorne? Irgendwie kriegen wir nur die Sachen, die wir nicht brauchen. Eine Lounge, wie cool ist das denn? Ist ja abgefahren. Da kann man dann CDs reinstecken oder so. Also DVDs. Ah ja. Tabak. Naja, hervorragend. Hebel benutzen. Rechte halten. Drücken Sie S. Wie? Hä? Achso. Sieht man aus dem... Achso. Da kommt was raus. Danke. Und hier? Ist ja witzig. Eine Kiste kommt da raus. Ja? Alles nehmen? Ja, jetzt gucken wir mal auf die Karte. Ich renne hier schon wieder so dermaßen planlos rum. Wartung. Sicherheitszugangsgenerator. Okay. Sekunde. Hier gibt es viele Guten Tag. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda. Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Na danke. Das hat aber lange gedauert. Einen anderen Weg geben.
finden Sie einen anderen Weg hinein. Ja, da kommt schon die... Ach so. Nee. Bleib mal du bei meinem Medikit. Nein, wir wollen das einfach... Komm, nehmen wir das mal. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie auf Hilfe. Ja. Wo denn? Hier. Eine Sekunde. Ich muss mich sowieso gerade mal orientieren. So. Finden Sie einen anderen Weg. Ziel, begeben Sie sich zur Kommunikation. Das Kommunikationszentrum wird die externe Kommunikation übernehmen. Finden Sie sie und senden Sie eine Nachricht an die Torrens. Finden Sie einen anderen Weg. Okay. Interessant. Hey, Junge. Er tippelt gern. Er tut gern so, als würde er tippeln, ja. Ach so, das muss man hacken. Huch, was ist das denn? Mit E hacken, mit Q abbrechen, alles klar. Ups, etwas zu früh. Sehr schön. Junge, ich habe die Tür gehackt. Ist ja auch ein Bauplan. Nee. Ah, Taschenlampenbatterien, das ist ja praktisch. Toll, hey, ist das nicht toll? Huch. Was ist das? Ist das Patron? Krass. Ach so, muss ich dann da rein? Moment. Wo geh ich hin? Ja, keine Ahnung, wo wir da reingehen. Boah, ist das dunkel. Wie war das? F. Naja. Wir machen das aber nur kurz. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh mein Gott. Sehr freundschaftlich, alter Schwede. Also die können auch sehr rabiat werden. Jo. Na, als hätten wir mit dem Alien nicht schon genügend Probleme. Was ist das? Ein gelber Ring. Juhu. Ich finde es auch so lustig, dass dieses... Ich weiß gar nicht, ob man das auf YouTube sieht. Aber das Dunkle hat so ein Grisseln drauf, wie bei so einem Videorekorder. Weil da wieder Staub aufgewirbelt, das kennen wir ja schon. Oh oh. Ich denke, dass die... Verschaffen sie sich Zugang zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Ja, das ist natürlich hoi. Naja, okay. Und da müssen wir ran. Das ist ja schön. Das ist ein Scanner. Okay. Gut, so wird das natürlich nichts. Ist der jetzt da drin, der Penner? Boah, Alter. Achso, den kann man doch durchsuchen. Ja, dann machen wir das doch. Ach, Entschuldigung. Ja, normalerweise geht man ja mit Escape raus. Nicht mit Q. Naja, gut. Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Tür. Okay. Verkabelung zum Verstecken. Ethanol. Ach, das ist immer auch voll. Ich würde ja gern mal das Inventar sehen, aber geht wahrscheinlich nur so. Wofür brauchen wir den Ethanol? Rauchgranate. Ah ja, okay, alles klar, gut. Sensible Ferminformationen werden automatisch in einer kürzlich von diesem Terminal verschickten Sevastolink-Nachricht entdeckt. Dieser Vorfall wurde im Namen Siegs von Apollo aufgezeichnet. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter von Siegs Synthetics.
Fehler 0x04, Block 0x0. Ah ja. Apollos Auge. Rix, arbeiten Sie noch immer bei Seeksons Communications? Erinnern Sie sich noch an den Ärger, den Sie letztes Jahr hatten? Der Ärger, aus dem ich Ihnen geholfen habe. Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importdokumente angesehen, ein paar Unstimmigkeiten gefunden. Er ist neu und versteht noch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Waits einzuschalten. Dies könnte uns allen schaden. Also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls sich etwas Interessantes ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras. Man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Halden. Wohnt in Josiah Six Suiten Bereich 651. Falls das alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Wir können hier aufräumen. Ransom. Ordner fehlerhaft. Zubehör. Gut. Das war nur so. Background Information. Na, da vorne haben wir da rum. Zap. Der Zubel da. Was haben wir noch? Sicherheit. Luftreinigung aus. Ich weiß ja nicht, ob das so clever ist. Da sieht man wieder nichts. Rechts sieht man ja mal, was passiert. Achso. Oh, Kamerafeed. Ah! Hervorragend. Ne, der wackelt da hinten rum. Okay. Oh, wir sind verborgen. Du siehst uns nicht. Schön, ist alles voll. Da gehe ich bestimmt nicht rein. Ja. Dann nicht. Gut, die Kamera haben wir ja jetzt ausgeschaltet. Das heißt, wir können wahrscheinlich hier durch. Komm schon. Ja, aber Aufzüge brauchen immer so ewig. Das hat sich in der Zukunft noch nicht wirklich geändert. Okay. Sehr schön. Dann hat das geklappt. Gut, da liegt nichts. Alles klar. Ja, dann hoffe ich auch, dass das hier gespeichert wird. Ja, wäre ja schon praktisch. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Ach, Speicherpunkt. Sekunde. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Oh, wir sind weitergekommen. Hervorragend. Ja, die versuchen immer noch hier zu erreichen, aber der Apollo oder die Roboter scheinen wohl alles irgendwie abgesperrt zu haben. Die lassen nichts durch und lassen auch keine rein. Deswegen müssen wir uns reinschleichen. Ja, das machen wir auch. In der nächsten Folge schleichen wir uns weiter. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.